Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Und damit recht herzlich willkommen zum nächsten Teil zum Bau meines Bahnhofes. Wir steuern oder wir sind im Grunde genommen in der letzten Phase. Das heißt, mit dem heutigen Video wird alles so weit gemacht, dass ich erstmal zufrieden bin damit. Es fehlen noch ein paar kleine Dinge, das ist wie überall, so wie an meinem Steinbruch oder am Holzlager oder wie auch immer. Da fehlen die Preiserlines zum Beispiel noch und so weiter und so fort. Und natürlich kommt die Außengestaltung, das heißt hinten die Haltestelle für Busse und was weiß ich. Das kommt natürlich alles später und gehört auch gar nicht irgendwie zu diesem Bahnhof, was ich mir jetzt so gedacht habe. Und ja, damit recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, zumindest versuche ich es, meistens klappt es ja auch. Und wenn wir uns jetzt erstmal den Bahnhof heute vornehmen, möchte ich auf der Unterseite das fertigstellen. Das Fertigstellen ist das nicht, wir werden es auch gleich sehen. Ich mache jetzt da unten lediglich 8 Anschlüsse mit Vago-Klemmen hin und diese 8 Anschlüsse trifft man auf meiner Modellbahn immer wieder. Ich nuschle schon wieder ganz erbärmlich. Trifft man auf meiner Modellbahn überall wieder. Das sind die 8, die ich als Hauptlichtsteuerung für meine Modellbahn habe. Das heißt, jeder dieser einzelnen Zahlen hat eine bestimmte Bewandtnis, Industrie, Fahrzeuge, Parks, Lampen, Hauptbeleuchtung 1, Hauptbeleuchtung 2 und so weiter und so fort. Und hier brauche ich für diesen Bahnhof die Beleuchtung 1 und die Beleuchtung 2. Das einmal ist die Hauptbeleuchtung 1 und die Hauptbeleuchtung 2 für meinen Bahnhof. Was ich hier nicht habe, das ist die Beleuchtung, ich glaube 6 oder was ist das, die Nachtbeleuchtung. Die brauche ich in dem Fall nicht. Da gibt es also kein diffuses Licht, zumindest noch nicht. Ja, ich hatte es ja mal erwähnt, dass wahrscheinlich 3 Lichtmodi rein sollen. Habe mich aber erstmal für 2 entschieden. Die dritte kommt wahrscheinlich noch so, dass eben die Lampen, weiß ich nicht, noch eine spezielle Funktion kriegen, obwohl mir da eben nichts Sinnvolles eingefallen ist, weil was für eine Nachtbeleuchtung, außer natürlich die Lampen nachts an, soll es da geben, zum Beispiel in Arkaden, hinter meiner Hand, wo ich das gerade setze, die sind ja in der Nacht ganz diffus beleuchtet, sodass ich da die Züge durchfahren sehe. Und auf der anderen Arkade, die wir jetzt nicht sehen, die ganz rechts hinten ist, auch, ja, also, und die Brücke, die rote Brücke hat auch Beleuchtung obendrauf, sodass ich eben selbst bei Dunkelheit meine Züge immer noch schön sehen kann. Und da fiel mir nichts Sinnvolles ein, die hier vorne vor dem Bahnhof, wo ich sage, ja, in der Nacht leuchten da Lampen halt. Da ist aber nichts Diffuses, wo ich sagen kann, das müsste in der Nacht so ein bisschen leicht beleuchtet werden. Im Hintergrund hatte ich jetzt natürlich die Elektrik fertig gemacht. Das ist kein Riesending gewesen. Ich wollte es euch nur zeigen im Hintergrund, weil das sind die logischen, chronologischen Abläufe, die ich so habe. Ja, deswegen mache ich ja die Wochenupdates. Das heißt, ich gehe wirklich mit euch diese Schritte Schritt für Schritt durch. Ich doppele mich heute andauernd, na, ist egal. Schritt für Schritt durch, wie ich es auch gemacht habe. Das heißt, an diesem Punkt jetzt habe ich eben den Bahnhof eingeschüttet. Damit herzlichen Gruß an Valentin, der mich gefragt hat, warum ich meine Plattform so richtig festklebe und nicht bloß punktuell, um die abnehmen zu können. Nein, die muss richtig fest sein, die soll richtig fest drin sein, denn es wird ja alles eingeschüttet und auf der anderen Seite wird das ja alles verbunden mit dann eventuellen Wegen, Straßen und so weiter und so fort. Und auch die Bepflanzung, die ja hier noch komplett fehlt, die ja, dass hinter dem Gebäude eben noch entsprechende Büsche und Bäume stehen. Das wird natürlich alles noch richtig, richtig schön heimelig machen dadurch. Das kommt natürlich noch. Und deswegen sage ich, wir steuern in die vorerst letzte Phase mit dem Bahnhof. Danach geht es natürlich weiter an einer anderen Stelle. Was ich hier andeuten wollte mit dem Stopp eben, das ist, was ich schon zigmal gebracht habe. Wenn man trockenen Schotter oder trockene Erde hat, kann man nicht einfach Wasserweißleim drauf machen. Da bleibt eine Blase stehen. Also Alkohol drauf. Und das Ganze zieht wunderbar ein und verdunstet sehr, sehr schnell und somit härtet das natürlich das Ganze sehr, sehr schnell aus. Hatte ich schon zigmal gesagt, aber ich habe ja auch neue Abonnenten, denen ich es vielleicht noch nicht erzählt habe, dass man das so ganz gut machen kann, die den Trick vielleicht nicht kennen. Und ja, wie gesagt, da ich jetzt sowieso alles einschottere und auch verklebe, wie man gerade gesehen hat, mit Wasserweißleim, ist das Ganze natürlich jetzt sowieso richtig fest und so weiter. Ne? Hier sehen wir die beiden Washes, die ich verwende, um den Bahnhof jetzt ein bisschen zu altern. Das ist mir alles viel zu clean, so kann das gar nicht bleiben. Ja, das ist ja nicht neu, das soll ja ein Gebäude sein, was da vielleicht schon 150 Jahre steht oder wie auch immer. Und deswegen müssen die Bahnsteige verdreckt sein, deswegen muss das Gebäude verdreckt werden und so weiter und so fort. Und das ist natürlich immer ein bisschen eine Herausforderung, sage ich gleich, dass das eben entsprechend auch dann so, naja, nicht nur dreckig ist, sondern da muss ein bisschen was rumliegen, wie diese kleinen schwarzen, da habe ich ganz, ganz leicht vom Schotter so ein bisschen draufgeworfen und so, dass ich so ein bisschen Unruhe reinkriege in das Ganze, dass es eben nicht alles perfekt
und lediglich mit ein bisschen Dreck drauf ist, sondern eben so ein bisschen, naja, so ein bisschen abgeranzt soll das schon sein. Es soll jetzt nicht total verlumpt sein, um Gottes Willen, dann hätte ich mir nicht so viel Mühe geben brauchen mit dem Gebäude. Dann hätte ich einfach Wasserspritzen ranspritzen können, Farbe ranspritzen können aus 10 cm Entfernung. Wollte ich eben auch nicht. Aber was ich jetzt mache, ist zum Beispiel weiße Wasch auf die Dächer auftragen. Sieht erstmal komisch aus, wenn man das so sieht. Denkt man, was macht er denn nun? Versaut er das ganze Ding jetzt wieder? Naja, wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht. Also durch das Weiße habe ich mir versprochen, dass das Ganze eben sowieso ein bisschen dreckiger aussieht, weil so ein richtiges, fettes, braunes, dunkles Dach, sorry, das gibt es in der Form nicht. Ja. Und deswegen habe ich das für mich für weiß entschieden, was dann die Ritzen so ein bisschen reinläuft und so einen leichten Kontrast noch geben soll. Ihr werdet nachher sehen, das Weiße fällt kaum noch auf. Das ist wirklich was für die wieder, die nah rangehen, die es von der Nähe anschauen wollen. Und wie ich immer so schön sage, ich übertreibe es sowieso, weil Spur N ist das alles so klein. Da muss man ruhig ein bisschen kräftiger drauf gehen, damit man es überhaupt sieht, sonst hätte man sich sparen können. Ja. Sonst hätte man es einfach nur perfekt bemalen können. Das ist ja das, was ich nicht will. Ich will nichts perfekt bemalen. Das soll alles irgendwie ein bisschen benutzt aussehen. Ja, das kennt ihr von meinen anderen Videos. Wer sie nicht kennt, schaut einfach mal in die Playlisten rein, die ich am Ende des Videos verlinke. Da könnt ihr euch noch mehrere Module angucken, die ich so gebaut habe. Hier befinde ich mich ja auf dem Hauptmodul. Ganz kleiner Teil von rechts. Und selbst der Schrottplatz hinten links befindet sich nicht auf dem Hauptmodul. Das ist dahinter, wenn ihr euch erinnert. Ja. Dann hatte ich euch ja die Bänge gezeigt, die ich über meinen Resindrucker selbst erstellt und gedruckt habe. Ich fand nichts Passendes. Es gab nichts Passendes, was mir irgendwo gefallen hat, was zu diesem Bahnhof passt. Also habe ich mir hier 100 und was weiß ich wie viele so eine Bänke ausgedruckt. Apropos Bänke, ich will mal kurz ablenken. Ich habe davon noch mindestens 100 Stück da, die für die Spur Z geeignet sind. Die sind mir zu klein geraten. Wenn also ein Spur Z da dabei ist, der will sie gerne kostenlos haben. Ich will sie ja nicht verkaufen, lediglich einen Versandkosten wieder haben. Schreibt mich gerne an. Ich habe von diesen Bänken bestimmt 100 Stück da. Das reicht gar nicht. Ich habe da noch mehr. Und ja, sagt, wie viele haben wollt. Oder wenn nicht, dann nicht. Dann fliegen sie weg. Habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn ich sie mir eh verschenken wollen würde. Aber es wäre ja schade drum irgendwo, ne? Und ihr habt gerade gesehen, ich habe die Bänke blau gemalt. Ich habe mich also als Hauptfarbe für diesen Bahnhof für ein Marineblau entschieden. Das ist also das Blau, mit dem ich ja gerade arbeite. Das wird wunderbar matt zum Schluss. Das glänzt also nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, Bahnhöfe haben ja immer eine markante Farbe. Und das habe ich ja sowieso bei mir auf der Modellbahn immer schon ein bisschen durchziehen lassen hier, dass eben, ja, ich die Farben gewählt habe. Oben der Bahnhof, der ist ins Grüne rein, hier unten ins Rote. Dann habe ich auch die Signale immer so ein bisschen anders farbig gegeben. Die gehen von Rot über Grün zu Blau, glaube ich auch, aber dunkleres Blau. Hier sehe ich, dass ich mal ein bisschen mit einer Lampe arbeite, denn es ist tatsächlich so, dass die Beleuchtung der Modellbahn bei mir sehr hell zwar ist, kommt aber von oben. Und ich möchte aber, dass ich an alle Stellen rankomme und alle Stellen irgendwo perfekt erwische. Deswegen arbeite ich ja mit so einer Videolampe, damit ich das eben alles schön hell habe, dass ich eben auch die Punkte alle erreiche, wo ich sagen kann, ja, da kann man irgendwo noch ein bisschen was sehen, was man so gar nicht sehen würde. Denn wenn man jetzt oben das Licht an hat, was ich habe, würde man vielleicht eventuelle Stellen, die nicht so geworden sind, gar nicht bemerken. Ja? Aber ich möchte es halt irgendwo, dass es passt und dass es stimmt. Und natürlich, ich baue auch absichtlich da Fehlerchen ein, dass eben was an bestimmten Stellen eben nicht perfekt sein soll. Das habe ich ja schon mehrfach erwähnt, das soll einfach nicht perfekt sein. Das gibt es auch in der Natur nicht, in der Natur sowieso nicht, aber das gibt es auch in echt nicht. Ja, sicherlich, wenn man nagelneu gebaute Sachen hat, ist alles perfekt. Aber das passt hier irgendwo nicht so richtig. Ihr seht die kleinen Bänke, die packe ich jetzt links und rechts von den Laternchen hin. Ich finde, die machen sich richtig gut, weil das gibt nochmal dem ganzen Bahnhof so einen richtig schönen Touch. Irgendwo durch das Blaue. Geht mir zumindest so. Ja, man sieht jetzt das alte Gebäude, sagt alles klar, alles schön. Und jetzt kommt der komplette Kontrast mit den blauen Farben. Finde ich super. Das macht sich richtig gut. Ja, dass man da eben wirklich so ein Bahnhofsfeeling irgendwo hat. Mitunter hast du ja so komische Farben. Das fängt bei manchen Regios an, die wo da zu rot ist und gelbe Türen dran sind oder was weiß ich. Oder ihr wisst, was ich meine. Und genauso soll das hier auch sein. Genauso möchte ich hier auch ein bisschen verrückt erscheinen, dass ich sage, ich mache das Blau rein und nicht irgendwie braun oder schwarz oder silber oder sowas, sondern zack, bumm, Blau. Natürlich bleibt das noch nicht so blau, wie es hier ist. Ihr werdet gleich sehen, das kommt noch, werde ich das noch weiter bearbeiten. Und hinten habe ich mich entschieden, dass die 6 Bänke reinkommen. Hier vorne kommen 5 rein. Also wie gesagt, wenn ich sage, ich habe 100 Bänke gebaut, wir haben da auf jede Menge
jede Menge Reserve irgendwo, aber die Bänke, die werde ich zum Beispiel auch oben in Dobbingen, der obere Bahnhof, den wir jetzt nicht sehen, auch verbauen. Was natürlich immer ein bisschen tricky ist, unter dem Dach jetzt die Bänke zu setzen. Aber es geht. Ja, man kriegt das gut hin, aber es ist halt so, dass ich habe das mit Sekundenkleber gemacht, hingesetzt fest, ja. Da kannst du nicht allzu viel hin und her ruckeln nochmal. Und wie gesagt, vorhin zu den Preiserleits nochmal, die setze ich noch nicht auf, da ich eh nicht wirklich 100% durch bin, wären die völlig fehl am Platz. Die würde ich alle abruppen, die würde ich beim Saubermachen alle wegsaugen, obwohl man sie vielleicht festklebt. Aber das kommt halt alles noch, ja, irgendwann. Ihr seht, jetzt komme ich nochmal mit der Wasch und gehe damit über die Bänke nochmal drüber, sodass die eben nicht im perfekten Blau zu sehen sind. Die sollen, ich sag's ja, ich wiederhole mich gerne, die sollen nicht perfekt sein. Deswegen kommt jetzt eine Waschstraube drüber und die Wasch, die ist richtig unsauber draufgebracht. Das heißt, die hat dunkle Stellen, die hat helle Stellen. Das erreiche ich, indem ich einfach die Wasch nicht richtig durchschüttle irgendwo. Und je tiefer ich den Pinsel reintauche, umso dicker ist die Farbe und umso mehr deckt das, ja. Wir unterhalten uns wirklich im kleinen Bereich irgendwo. Jetzt werden die Lampen noch verrostet. Das heißt, hier habe ich jetzt eine Rostfarbe genommen, dunkler Rost, mit der ich sozusagen die Kanten und die Köpfe ein bisschen alles einroste. Denn auch hier sind wir mal ehrlich, wenn es draußen regnet, da rosten irgendwelche Lampen, es sei denn, sie sind aus Plastik. Die sind zwar aus Plastik, sollen aber kein Plastik darstellen. Und ja, und damit habe ich jetzt erstmal, wie gesagt, grob alles durch. Es fehlen immer noch Feinheiten, Schilder, Halteschild, ach was weiß ich, das Absperrschilder. Das kommt aber alles noch, ja, das würde ich nur abreißen im Moment. Deswegen höre ich an dieser Stelle auf. Ihr seht schon, ich habe mit der Beleuchtung hier schon angefangen zu spielen. Die sind also auf den beiden Knöpfen schon drauf alles gelegt. Deswegen hatte ich mir ja die Arbeit gemacht. Und wir sehen es jetzt, macht sich gut. Die Kamera überstrahlt das mal so ein kleines bisschen. Da sieht man, wenn das eben zu hell erscheint. Ich kann aber alle Lampen wieder dimmen. Das heißt, ich kann die alle, die mir zu hell erscheinen. Ich mag es nicht, wenn das Licht so rausscheint. Schon gar nicht bei Waggons, Innenbeleuchtung. Wenn der Zug irgendwo langfährt und dann hast du so einen Lichtkegel neben den Wagen. Das sieht doch furchtbar aus, meiner Meinung nach. Und auch hier, ja, wie gesagt, natürlich müssen jetzt Lampen Schatten schmeißen, Schatten werfen, Schatten schmeißen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, auch hier vorne seht ihr, die beiden rechten Lampen, die sind ein bisschen dunkelgelber, während die linke, jetzt sehen wir sie ein bisschen stärker über dem Treppenaufgang, die ist ein bisschen, ja, nicht so hell und auch weißer. Also verschiedene Lampen da oben eingebaut, sodass alles verschiedene Beleuchtungsarten gibt. So wie man sich das vorstellt, wenn man sagt, jawohl, hier ist was im Gange, hier wird was benutzt, da ist eben die Lampe nicht perfekt und so weiter und so fort. Ja, also ich finde das schön und mir gefällt das so und es soll alles ruhig, wie gesagt, ein bisschen, naja, heimlicher wirken, selbstgemachter wirken. Schaut euch bitte die oberen beiden Videos hier an, die habe ich euch nochmal verlinkt, passend zum Thema, was ich gerade gesagt habe. Und dann könnt ihr da noch ein bisschen weiterschauen, wenn ihr das möchtet. Ich würde mich freuen, wenn ihr das macht oder wenn ihr mir ein Däumchen gebt, wie auch immer. Dann verabschiede ich mich für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche voraussichtlich. Ich habe viel getan, aber ich denke schon. Und dann sage ich Tschüss, macht's schön gut, bis nächste Woche. Euer Uli. Ciao.